Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft. Ja, im letzten Part haben wir ja so eine kleine Erkundung gemacht und eine neue Insel entdeckt und ja, und noch meinen neuen Abonnenten rangeklatscht. Und ja, ich habe einen Kommentar bekommen, wieder mit Hashtag Siedlung, da hat einer geschrieben, irgendein Haus. Klar kriegt er, ich muss erstmal ein neues Schild besorgen. Oder? War hier jemand? Ja, okay. Okay. Oder? Wartet. Ja, ich brauche ein neues Schild. Okay. Weiß ich doch schon mal Bescheid. Geh mal in meine Residenz rein. Ja, süd, da gucke ich mal. Nee, hier war kein Schild, okay. Oder war das in der Mine? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ich könnte heulen und ich muss in die Mine. Ja, nee, ist klar. Ja, auf jeden Fall will ich mich nochmal ganz lieb bedanken für die ganzen Leute, die abonniert haben, die ein Like auf meinen letzten Part gemacht haben und so weiter. Auch für die ganzen Aufrufe. Aktuell, wo ich es gesehen habe, waren es über 200 Aufrufe. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar darüber. Und ja, ich hoffe, dass es noch mehr wird. Und ja, wir werden es ja sehen, was noch die Zeit bringt. Aber wie gesagt, ich bin wirklich sehr dankbar darüber. So. Ich habe auch schon eine Idee, wo ich die neuen Abonnenten rein tue. Dupdi-dupdi-du, dupdi-dupdi-du, dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-du. Eigentlich habe ich was anderes für diesen Part geplant, aber naja, passiert. So, jetzt mal gucken. Mal Kugeli machen. Wenn nochmal geschrieben wird. Genau. Der liebe, nette Herr jetzt noch. Warte mal. Nee, nochmal zurück. Genau, mal gucken, ob das so geht. Wenn ja, wäre es perfekt. Wenn nein, ist es doch geht perfekt. Genau. Und da hat ja noch jemand einen Kommentar geschrieben, den werde ich einblenden. Ja, ich werde es versuchen, so ein Haus zu bauen. Da werde ich aber erstmal offscreen das machen. Gucken, welches Haus ich nehme. Weil im Mittelalter gab es ja viele verschiedene Häuser. Und ja, wenn ich mit dem Haus, was ich offscreen mache, auch zufrieden bin, dann werde ich auch das Haus dann hier machen. Also dann hier Dingsdabumster machen. Also hier, ihr wisst schon. Kommt das dann auch in die Siedlung? So. Nach dem lästigen Creeper-Angriff. So, wieder die Laterne dran. So. Warte, ich mir jetzt mal eine Schere craften. Genau. So, ihr Tiere, ihr rutscht jetzt mal bitte. Danke. Nein. So, ich brauche jetzt mal die Schafe. Genau. Mal die Schafe scheren. Dupdi-dupdi-du, du-dupdi-dupdi-du. Nee, dich kann ich nicht scheren. Schade. Ist hier noch ein Schaf? Ja, hier ist noch ein Schaf. Perfekt. Genau. Kann ich jetzt das machen, was ich eigentlich mal geplant hatte, aber nie durchgezogen habe? Keine Ahnung warum, aber passiert. Mal Betten in die Häuser machen. Ja, das ist jetzt auch so ein kleiner Part zum Verschönern alles und ja, wird jetzt halt nicht viel passieren in diesem Part, aber ich hoffe, ihr seid da auch nicht böse drüber oder wie auch immer. Genau.
Eins, zwei, drei und zack. Genau. Genau. Und tu mal jetzt die Schere hoch und nimm schon mal das erste Bett. Genau. Mir ist es jetzt egal, wo ich anfange mit den Betten. Hauptsache, es kommen Betten hier rein. In dieses Land. Das ist für mich erstmal das Wichtigste. Weil mir ist es jetzt egal, mit welchem Bett ich hier, mit welchem Haus ich anfange. Alles und ja. So, zack. Wartet. Hier war noch ein Bett, genau. So. Da kommt, das Bett kommt auch hierher, genau. So, und jetzt noch das Bett, genau. Genau, mache ich jetzt erstmal alle bewohnten Häuser, dass die erstmal ihre Betten haben, alles, genau. So. Haben wir das jetzt auch fertig? Genau, ich werde dann mal nach so einem Mittelalterhaus suchen, wie das ungefähr aussieht. Und ja, da werde ich ja dann sehen, wie weit war, wie ich es dann offscreen mache. Oh, ihr seid schon wieder. Cool. Brauche ich mir ja keine Gedanken machen. Zack, zack. Ah, muss ich rein, gell? Ja, natürlich. Natürlich. Weil er mich ja mobben tut, ihr Schafe. Ah, nee, nee, nee. Gehen die Schafe mir schon wieder auf den Schweller. So. So ist zu. Du Kuh. Genau, so haben wir das jetzt. Machen wir jetzt hier schon mal wieder was. Genau. Also sind noch wie viele Häuser ohne Bett? Eigentlich, mal gucken. Mal gucken. Ist auch die zweite Seite von meinem Doppelhaus? Mal gucken. Nee, okay. Also noch eins, zwei, drei, vier Betten. Okay, perfekt. So, weil ich mir nicht mal ganz sicher war, wie viele Betten noch. Lieber vorsichtshalber nachzählen. Weil sonst, ja, haben wir das Problem. So, kann ich irgendwas machen? Nö, okay. So, geht das hoch und nehmen wir schon mal das erste Bett wieder. So, ja. Ihr macht mich fertig, ihr Schafe. So. Och, ernsthaft. Wird es jetzt schon Nacht? Och, schade. Du Scheißei. Weg da. So, ich nächste Bett. So, hier hoch. Genau. Weil ich das so schön eingerichtet habe, will ich auch gleich dort schlafen. So. Wo haben wir das nächste Bett? Da haben wir es doch. So. Jetzt gehen wir zu diesem Haus. Genau das, was fertig wurde. Ach ja, genau. Dadurch habe ich auch noch das Glas. Perfekt. Genau, baue ich jetzt mal schnell noch die Fenster ein. Ein und den Boden wollte ich auch noch machen. Genau. Kann ich ja eigentlich. Genau. Habe ich noch Bruchstein? Natürlich wieder nicht. Ich könnte heulen. Ich könnte heulen, ey. So. Hierher, genau. So, haben wir doch hier alles fertig, genau. So hat jedes Haus sein Bett, alles und ja.
Genau, da kann ich jetzt noch so ein bisschen noch so rumhampeln. Also noch so ein paar Verschönerungsarbeiten machen, alles. Und ja. Genau, so wird doch ein Schuh draus. So, jetzt nochmal hier in die Mine runter. Weil das muss ja dann auch alles fertig werden. Weil ich werde dann mit dem nächsten Haus keine Probleme haben. So, falsche Kiste. Doch, eigentlich richtige Kiste wegen. Weil die ganzen Holzsachen mal wegtun. Genau. So, Schütt geht auch erstmal weg. Das auch erstmal. Genau. Da kann ich das auch mit reintun. Genau. Dann haben wir ja meine sonstige Kiste. Geht erstmal das Papier rein. Die Wolle. Die Wolle. Genau. Und erstmal auch die Schere. Nee, Schere ist Eisen. Ah, mache ich mal eine richtige Werkzeugtruhe. Genau. Tue ich jetzt erstmal bei Eisen auch die Schere rein. Falls was mit mir ist, falls ich mal wieder, wie so sage ich hier, ich will mal hops gehen. Ah, falsches Teil rein. Passiert, passiert. So, jetzt holen wir mal Bruchstein. Genau, ich brauche ein bisschen mehr. So, da werden wir jetzt mal so ein bisschen weitermachen. Ja. Wenn ich den Boden fertig habe, dann ist auch wieder Finny mit dem Part, weil ich will so 10, 15 Minuten immer fertig haben. Hab mal an Partlänge und ja, das ist eigentlich das Schöne. Wenn ich mich jetzt so langsam mal so an eine Partlänge gewöhne, wie lang der Part ungefähr werden soll. Weil dann immer so 30, 40 Minuten war für mich auch belastend, so lange Parts zu machen. Vor allem dann jetzt, vor allem durch das Schneiden alles oder irgendwas einfügen, dann gewisse Stellen dann raus und dann weiß ich nicht mehr, wo das war. Alles und ja, das war schon belastend. So, mache ich jetzt erstmal hier. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Genau. Bin ich schon wieder dämlich mit dem Bauen? Genau. So, sind wir doch jetzt schon mal bei keine Ahnung wie vielen Leuten. Genau. Ah. Gutes Bett muss ich halt wieder neu machen. Weil ich wieder dämlich bin und zu schnell und alles und ja. Passiert. Ich mache jetzt nur noch schnell hier das fertig. Das Haus. Und bleib auch clean in diesem Haus. Weil dann ist hier wirklich alles fertig. Und ja, ich lasse hier auch immer was einblenden, wie jetzt hier mein Twitch-Kanal, mein Instagram und wie ich halt auch auf Facebook heiße. Ich bin an überlegen, ob ich vielleicht Facebook wegmache und dann vielleicht auf Twitter gehe. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall, das könnt ihr auch von mir aus folgen, abonnieren oder wie auch immer, was man da alles machen kann. Weil da mache ich auch so kleine Ausschnitte von meinem Gameplay zum Beispiel. Habe ich zum Beispiel bei meinen Halo-Teilen gemacht und jetzt auch nochmal hier mit Dings. Mit Minecraft habe ich auch so ein Ding gemacht. Auch mit meinem Let's Show Forza Horizon 5. Genau, das Let's Show Forza Horizon 5. Wenn ich das nicht vergesse, kommt das nochmal als Infokarte oben hin. Und ja, so, das ist jetzt mein Augen fertig. Und hiermit beende ich auch den Part. Dann auf jeden Fall, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ein kleines Abo zur Unterstützung wäre
Salib und alles. Und ja, unten links, unten rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Unten links seht ihr die Playlist von diesem Projekt und oben links seht ihr das letzte Video von diesem Projekt. Dann auf jeden Fall. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Kasiman.